ein paar Runden fahren, damit wir die Performance des Autos bei diesen Streckenbedingungen beurteilen können. Speed ist gut. Mach so weiter, damit wir hilfreiche Daten sammeln können. Wetterradar deutet auf leichten Regen in etwa 15 Minuten hin. Thank you.
Sektor 3 ist gut, aber du verlierst Zeit in Sektor 2. Thank you.
liegst in allen drei Sektoren hinter der Bestzeit. Wir denken, dass du problemlos die nächste Session erreichen wirst. Mach nicht zu viel Druck. Also los, Jungs, setzen wir diese Änderungen um. Noch 5 Minuten in dieser Session. Fertig.
Du hast Q2 erreicht. Alles ist bereit. Auf geht's. Dass du auf angefahrenen Reifen unterwegs bist. Damit solltest du etwas früher pushen können, sobald sie auf Temperatur sind. Schneller als du. Okay, du musst an die Box, bevor dir der Sprit ausgeht. Komm in den nächsten 2 Runden rein. We'll be right back.
ersten beiden Sektoren noch zulegen. Es sind nur wenige Autos draußen. Wir sollten jetzt vielleicht auch rausfahren. Du hast es in Q3 geschafft. Änderungen vornehmen. Noch 5 Minuten in dieser Session. Wir sind soweit. Noch 2 Minuten in dieser Session. 2 Minuten.
60 Sekunden in dieser Session. Leider wird das neue Teil nicht rechtzeitig zu diesem Rennen fertig. Die Jungs wollen es noch weiter überarbeiten. Im übernächsten Rennen solltest du es dann nutzen können.
glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. We'll be right back.
fünf Runden an die Box kommen. Wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen.
der Nächste. Leg ihn dir für ein Überholmanöver zurecht. Lass dich nicht länger von ihm aufhalten. Zieh vorbei. Okay, dein Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl. Maximale Leistung. Nico fährt zwei Plätze vor dir. Liegt im Moment etwa 5 Sekunden vor dir. Das war eine neue schnellste Runde. Deine Reifen sollten im Vergleich zu denen deines Vordermanns noch deutlich länger halten. Du kannst das Auto vor dir angreifen. Nutz deinen Vorteil.
Vordermann ist 3 Sekunden vor dir. Wir glauben, dass dein Vordermann mit Standarddrehzahl fährt. Standarddrehzahl. Der Fahrer hinter dir lässt jetzt die weicheren Gummis aufziehen. Sein nächster Stint wird also kürzer. Hinter dir. Sein Rückstand beträgt 5 Sekunden. Thank you.
fast da, wo du sein solltest. Wenn du noch einen Platz gut machst, bist du voll im Soll. Erster Platz, halt das bis zum Ende. Eine Gruppe langsamerer Wagen. Mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Langsamere Fahrer. Vorsicht beim Überholen. Sie sollten sich vorbeilassen.
Weber demnächst zum Boxenstopp kommt. Jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Du näherst dich jetzt ein paar langsameren Autos. Versuch, schnell vorbeizukommen. Platz zurück. Los, du schaffst es. Wir glauben, dass Weber irgendwann in den nächsten 5 Runden an die Box fährt.
langsam aber sicher näher. Sind ziemlich stark verschlissen. Achte auf den Grip. Wenn es sein muss, komm an die Box. Deinem Vordermann liegen nur 4 Sekunden. Du musst weiter pushen. Position 6. Daten fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden.
hinter dir. Der Abstand beträgt weniger als eine Sekunde. Er wird beim Überholversuch DRS nutzen. Von deinem Vorsprung auf den Verfolger eingebüßt.
Das Auto hinter dir hat nur eine Sekunde Rückstand. Eine Sekunde. Als ob Weber demnächst zum Boxenstopp kommt. Zwischen dir und deinem Verfolger beträgt gerade mal 2 Sekunden. Der nächste Wagen ist eine Überrundung. Er sollte dich vorbeilassen. Hinter dir fällt zurück, etwa eine halbe Sekunde pro Runde.
Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl, maximale Leistung.
Verschätzungen kommt Vettel in 3 Runden zum Reifenwechsel rein. Der Fahrer hinter dir fährt mit Standarddrehzahl. Hintermann mit Standarddrehzahl. Deine Reifen, sie sind stark verschlissen. Wenn das so weitergeht, musst du wohl an die Box kommen. Okay, harte Reifen beim nächsten Stopp. Verkehr am Boxenausgang. Sei vorsichtig, wenn du auf die Strecke fährst. Es sind keine Stops mehr geplant. Pass auf deine Reifen auf. Wir sollten vielleicht ein magereres Benzingemisch wählen, damit wir am Ende des Rennens noch genug Sprit haben. Er liegt gerade mal 2 Sekunden zurück. Wenn du einen Fehler machst, sitzt er vermutlich zum Überholen an. Du musst unbedingt auf Gemisch 1 wechseln. Gemisch 1. Du musst das magere Gemisch wählen, wenn du ins Ziel kommen willst. Wir haben nur noch sehr wenig Sprit. Vorsprung auf deinen Verfolger. Wir müssen diesen Abstand halten, damit er keinen Überholversuch starten kann. We'll be right back.
sicheren Reifen drauf. Das wird ein kürzeres Ding. Fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden.
Rennen fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden.
Ein sehr guter dritter Platz. Gratulation. 15 Punkte. Zweiter in der Fahrerwertung.